Guten Morgen zu einer neuen Folge von Auf der Suche nach dem Glück. Ja, wir sind schon wieder unterwegs. Die Sonne geht gerade erst auf und wir befinden uns an einer tollen Allee, an der Allee des Jahres 2016, eine Ahornallee, und die werde ich euch auch direkt mal näher zeigen. Und wir umforsten oder wir erkunden heute das Umfeld von Bartelshagen, Dahlkendorf. Landschaftlich wunderschön, wie ihr sehen könnt. Ich schalte euch mal auf die Frontkamera gleich und dann könnt ihr das mal euch anschauen. Ein Traum, wie es hier landschaftlich aussieht. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werdet ihr mehr von dieser Folge erfahren und sehen. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Zusch Vinzenz und wenn du gerne Reisevlogs siehst, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Zurzeit befinde ich mich in Bartelshagen, Dahlkendorf. Ja, eine herrliche Landschaft, und was es hier alles im Umland zu sehen gibt, das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst uns loslegen. Zwischen Pölitz und Bartelshagen befindet sich diese wundervolle Ahornallee. Sie gewann im Jahr 2016 den Preis der schönsten Allee. Ich weiß jetzt gar nicht, ob deutschlandweit oder europaweit. Ja, in einer wundervollen Landschaft. Wenn ihr sehen könnt, wie dick die Baumstämme sind, dann wisst ihr, wie alt auch die Bäume sind, die hier wachsen. An den Seiten wurde immer ein bisschen nachgebessert, beziehungsweise die Straße verbreitert, da die Straße ja höchstens eine Breite von 2,40 Meter hat. Das wurde damals so gemacht, weil hier einfach nur mit Kutschen gefahren wurde. Also Autos gab es ja da nochmals noch nicht, beziehungsweise wenn es mal ein Auto gab, dann hat das gereicht. Es gab keinen Gegenverkehr. Es gibt auch heutzutage hier anscheinend keinen Gegenverkehr. Ich bin jetzt die 1,5 Kilometer lange Allee komplett gelaufen. Und ja, es kam mir ein Auto entgegen. Also landschaftlich wirklich sehr ruhig und ganz toll zu betrachten, diese Ahornallee. Hier mal der kleine Badesee, den ihr schon des Öfteren abends gesehen habt, direkt vor meinem Gutshaus, was ich angemietet habe. So, vor uns liegt der See. Kurz hinter Neugrasso. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwie an den See rankommen. Aber ich denke, der Weg hier führt direkt runter zum See. Scheint
etwas größer zu sein. So, und hier kommen wir wirklich an den See ran. Betreten auf eigene Gefahr, Bootsanleger. Ja, es ist recht sumpfig. Schaut es euch an. Oder wie Mirko mir sagte, nicht mehr so oft anschauen. Aber es funktioniert. So. Überall Boote. Ja, das könnte fast der See sein, an dem wir vor kurzem waren. Aber an einer anderen Stelle vermutlich. Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, überall schöne Boote, schöne, ja, wie nennt man das? Boote, Ruderboote. Hier ist eins gekentert. Ja, alles voll mit Seerosen. Es könnte sein, dass wir letztes Mal da drüben waren. Aber nee, da war nicht so viel Schilf. Nee, da revidiere ich mich mal. Ich glaube, das war ein anderer See. Also hier, ich weiß jetzt nicht, wie groß das dieser See ist. Aber er sollte eigentlich schon größer sein, wenn ich die Boote hier sehe. So, und hier wieder ein schönes Plätzchen auf einer Bank gefunden. Und ich zeige euch mal das Umfeld, welchen schönen Blick man hier einfach hat. Das da hinten ist Groß Ruhrge, was ihr da seht. Das habe ich euch ja in meinem letzten Rundgang gezeigt, als ich von Teterow gelaufen bin. Also landschaftlich wirklich wunderschön. Ja, die Sache ist auch die, ihr seht wahrscheinlich diese Riesenfelder hier. Also man findet hier wirklich ganz wenige Feldwege, wie man das in anderen Bundesländern kennt. Feldwege gibt es hier so gut wie gar keine. Also es gibt zwar ein paar Feldwege, die enden aber meistens irgendwo in der Sackgasse. Das heißt, dass man wieder umdrehen muss, also richtige Feldwege oder sogar Waldwege zu finden, ist schon etwas schwer. Aber ja, wenn man lange genug sucht, findet man auch was, wie ich das jetzt auch gefunden habe. Ja, ansonsten sind das alles hier Großfelder, also nicht wie jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder in Sachsen, wo überall so ja, kleine Felder angelegt worden sind, sondern das sind, wie ihr sehen könnt, einfach riesige Felder hier und ja, von daher gibt es auch keine Feldwege. Und da, wo es manchmal Feldwege gibt, die habe ich auch schon erlebt, die gibt es eine Woche später nicht mehr, weil das Feld umgepflügt wurde und ja, sie dann einfach weg sind. So, und wir laufen wieder der Straße entlang, dem Sonnenuntergang entgegen. Ein wunderschöner Sonnenuntergang. Da hinten wohne ich. Und ja, was ich jetzt entdeckt habe, ich kann damit nichts anfangen, vielleicht könnt ihr mir da mehr sagen. Vorsicht, Eisabwurf. Tja, ich weiß nicht, Speiseeis, Eiswürfel oder was wird hier abgeworfen? Oder ist das hier da vorne, wo die Teletubbies wohnen, hat das damit was zu tun? Vielleicht könnt ihr mir es in den Kommentaren einfach mal schreiben. Na und dann mal wieder zwei wundervoll schöne Pferde entdeckt, mitten in der Landschaft, ja in der hügeligen Landschaft der Mecklenburgischen Schweiz. Endlich mal ein toller Fußweg, ein Feldweg, den man gehen kann, ist hier wirklich ganz schwer zu finden. Meistens gehen hier Feldwege einfach irgendwo rein ins Feld und hören dann auf, ja. Irgendwo in einer Sackgasse. Hier haben wir endlich mal einen Feldweg gefunden, wo es auch weitergeht. Nur jetzt geht fast die Sonne unter, deswegen werden wir morgen oder übermorgen nochmal hierher kommen und werden mal schauen, wo wir hingelangen, wenn wir hier weiter geradeaus laufen.
Neu-Grasso. Ja, das Dorf. Dorf ist übertrieben. Ich weiß nicht, wie viele Häuser es sind. Vielleicht 6, 7 Häuser. Liegt hinter dieser wundervollen Hof. Liegt hinter dieser wundervollen Waldeinfahrt, Baumeinfahrt, sagen wir mal so. Es sind ja links und rechts Bäume in diesem Dorf. Also es sind wirklich vielleicht 10 Häuser, was dieses Dorf umfasst. Aber schön, wirklich sehr schön. Und da vorne könnt ihr auch sogar schon das Ende des Dorfes wieder sehen. Also da ist man gleich wieder draußen. Nur links und rechts ein paar Häuser. Es ist Abend, es ist dunkel und ich bin zurück von meiner Wanderschaft. Ich hoffe, euch hat mein Beitrag gefallen. Ich hoffe, euch hat das Umfeld gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Und gerne zeige ich euch noch mehr vom Umfeld, wenn ihr das möchtet. Dann schreibt es doch einfach unten in den Kommentaren. Oder möchtet ihr lieber mehr Städte sehen? Oder möchtet ihr lieber mehr von den Tieren sehen? Schreibt es mal einfach unten in den Kommentaren, damit ich das ein bisschen an euch anpassen kann. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Und der Spruch des Tages, der Glücksspruch des Tages heißt: Glück ist, wenn man die Natur ganz unbeschwert und frei genießen kann. Ciao!